Wow, okay. Hi. Boah, wie lange ist es jetzt her, dass ich keine Videos gedreht habe? 4, 5 Monate? Und ich weiß gar nicht mehr so wirklich, wie es geht, ehrlich gesagt. Wie war meine Begrüßung? Meine Begrüßung war: Hallo zusammen und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Richtig? Oh Gott, Leute, das wird heute eine völlige Katastrophe. Ihr fragt euch bestimmt, wo ich die ganze Zeit war. Der ein oder andere weiß es bestimmt von Instagram. Und zwar hatte ich mir eine kleine Auszeit gegönnt, weil ich einfach keine Lust hatte irgendwie auf YouTube-Videos. Und das muss mir ja auch Spaß machen, soll ja auch mein Hobby sein. Und dann hatten wir aber nur 20 Minuten von Bonn entfernt im Ahrtal ein Jahrhundert-Hochwasser. Das hattet ihr bestimmt alle in den Medien mitgekriegt. Und für mich war sofort klar, dass ich da helfen fahre. Und ja, diese Arbeit da unten oder das, was ich erlebt habe, das, was ich alles mitbekommen habe, ist natürlich nur ein Bruchteil, also nur 5% von dem, was ihr tatsächlich im Fernsehen gesehen habt. Da unten ist Kriegszustand gewesen. Das haben auch Soldaten so gesagt, die schon 4, 5 Mal in Afghanistan waren. Es ist einfach unbeschreiblich, diese Katastrophe, die da unten ist. Und ja, ich war dort vor Ort helfen und bin bis heute noch vor Ort und bin am Helfen. Da ist immer noch ganz, ganz, ganz viel zu tun. Und hier auch nochmal von mir ein Aufruf. Also, wenn ihr mal am Wochenende nichts vorhabt, schnappt euch eure Freundin, euren Freund und kommt runtergefahren. Hier gibt es in Grafstadt ein Shuttle. Da setzt ihr euch im Bus, dann werdet ihr direkt dahin gefahren, wo Hilfe benötigt wird. Und es ist alles organisiert. Ihr braucht noch nicht mal Gummistiefel, selbst die gibt es vor Ort. Und ja, ich kann euch immer nur ganz, ganz oft dazu aufmuntern, dort zu helfen. Ja, ich wollte eigentlich auch ein separates Video machen, aber es ist einfach für mich so emotional und das ist. Oh Gott, oh Gott. Genau das wollte ich vermeiden. Deswegen wollte ich eigentlich auch gar nicht drüber sprechen. Also, wie ihr seht, selbst nach 9 Wochen, oder ich glaube, wir sind jetzt sogar schon in der 10. Woche, nimmt es mich immer noch emotional mit. Wenn es mich nach 10 Wochen immer noch mitnimmt, dann ist da nicht nur ein Keller vollgelaufen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. So, ich beruhige mich mal eben. So, ich versuche mich jetzt zusammenzureißen. Meine Güte, Vanessa. Genau, das ist nämlich der Grund, warum ich nämlich noch kein Video drehen wollte, weil ich wusste, wenn ich darüber spreche, werde ich sehr emotional. Und genau das wollte ich eigentlich verhindern, aber es ist nun mal so. Und ja, genau. Und jetzt. Alles Weitere, wenn ihr wissen wollt, wie es mir tatsächlich vor Ort ging und so weiter, findet ihr auf meinem Instagram. Da habe ich ein paar Fotos gepostet und darunter so ein bisschen meine Geschichte geschrieben. Und ich würde sagen, wir fangen aber jetzt mal an. Und zwar mache ich jetzt mal nach 5 Monaten wieder ein aufgebraucht und platt gemacht. So, ihr Lieben, ich weiß, dass ihr es feiert, wenn ich Essen vorstelle. Ich weiß noch diese. Die habe ich auch jetzt immer noch, die habe ich immer zu Hause. Diese Chips, diese Linsenchips von Funny Frisch, die haben sich so viele von euch gekauft und ihr habt einfach gesagt, danke, danke Vanessa für diese Empfehlung. Und es gab nochmal so Kekse, die ihr übelst feiert. Und ja, deswegen mache ich das natürlich sehr gerne. Und zwar stelle ich euch diese leckeren Kekse vor. Und zwar sind das diese Schokokekse Mini-Dinkel oder Mini-Dinkel-Schokokekse. Genau. Die findet ihr bei DM und die sind sau lecker. Echt. Also. Aber das Problem ist auch bei denen, wenn ihr damit einmal anfangt, dann könnt ihr nicht mehr aufhören. Deswegen überlegt es euch gut. Aber ich meine, es ist halt Dinkel, ist ja voll gesund, oder? So, dann habe ich hier Trockenshampoo. Einmal Soft Cotton und einmal 6-in-1 Trockenshampoo. Und ich muss sagen, dieses Soft Cotton, oh mein Gott, das hat so gut gerochen. Wenn es davon ein Parfum geben würde, dann würde ich es übelst feiern.
Och, mega, mega Duft. Also wirklich große Empfehlung. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Und dann habe ich hier einmal das 6-in-1 Trockenshampoo. Aber ich muss sagen, tatsächlich, dass das nicht gut war, weil das hat wirklich einen richtigen Weißschimmer auf den Haaren hinterlassen. Deswegen kann ich das leider nicht so empfehlen. Was ich aber dafür auch sehr empfehlen kann. Was auch richtig gut ist, ist von Jean and Lean. Ich weiß gar nicht, ob man das so ausspricht. Dieses Liquid Keratin Spray. Ohne Gedöns, Aufbauglanz und was steht da? Aufbau, Kraft und Glanz. Genau, das ist es. Und ich muss sagen, sehr, sehr gut gefallen. Habe ich mir auch immer wieder bisher nachgekauft. Es macht die Haare einfach nochmal glänzender, geschmeidiger und es ist halt, ja, ich weiß gar nicht. Früher hatte ich mir mal von Gliss Kur dieses zum Sprühen in den Haaren geholt, aber dadurch, dass Gliss Kur ja Tierversuche macht, brauchte ich halt einen Ersatz und das ist halt voll der gute Ersatz dafür. Dann aufgebraucht, zweimal das Magic Finished. Also natürlich habe ich auch in den letzten 4 Monaten echt viel aufgebraucht. Zweimal das Magic Finish. Dazu brauche ich ja, glaube ich, euch gar nicht viel zu erzählen. Das ist das Make-up, was ich seit Jahren benutze, auch heute. Es passt sich super dem Hautton an, also bei mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Es hält das, was es verspricht. Es deckt total, sieht trotzdem natürlich aus und ich liebe es und ich kaufe es mir bestimmt seit 3 Jahren, glaube ich. 3, 4 Jahren auf jeden Fall. So, dann eine wirklich sehr, sehr günstige Creme, die ich euch empfehlen kann. Und zwar ist die von Balea, die Anti-Falten-Nachtcreme mit Arganöl und Elastonil. Ist hier in dieser Verpackung. Und ich muss sagen, so. Und ich muss sagen, die kostet 2, 3 Euro und die ist richtig, richtig gut. Also für meine Haut mega. Also ich merke das immer, ob eine Hautcreme gut ist, wenn ich die abends dann auftrage oder morgens. Und ich bin wirklich, meine Haut fühlt sich wirklich versorgt an. Also sie bekommt genug Feuchtigkeit und sie fühlt sich nicht so straff an und sie fühlt sich einfach gesund an und wohl. Und daran merke ich halt einfach, dass eine Creme für mich gut ist. Und das war das auf jeden Fall. Und für den Preis kann man auf jeden Fall auch gar nichts sagen. Also mega. So, dann aufgebraucht. Ihr wisst, ich habe ja mal ein ganzes Video darüber gedreht von Pretty Wohl. Das C-Vitamin-Serum aus. Das ist in so einer Pimpette. Und ich muss sagen, es ist einfach richtig, richtig gut. Ich habe ja das Vitamin C so rum gehabt, dann hatte ich das noch für abends und dann hatte ich noch eins für tagsüber. Und es hat meine Haut so, so gepflegt und auch morgens, wenn ich aufgewacht bin, meine Haut sah einfach so gut aus. Und daher liebe ich auch Serien. Und von Pretty Wohl kann ich euch auch die Tagescreme richtig, richtig empfehlen. Das sind super, super gute Produkte. Auch meine kleinen Cousinen haben sich die geholt und die sind auch total begeistert. Und dann ein Shampoo, was ich euch auch sehr empfehlen kann. Es hat sehr, sehr gut gerochen. Ja, es hat sehr gut gerochen. Und zwar hat es so nach Erdbeeren gerochen. Steht das so da drauf? Ich glaube, da steht da noch gar nicht drauf. Ach, doch, man riecht jetzt hier noch ein bisschen. Ach Gott, das war ein festes Shampoo. Und von Biotherm. Und ich bin ja bei festem Shampoo immer so hin und her gerissen, weil es gibt viele schlechte und es gibt aber auch viele gute. Und bei mir sind die immer in den Ferryboxen mit drin. Daher kann ich das immer sehr gut testen. Aber die von Biotherm, das feste Shampoo, das kann ich euch auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen, wenn ihr da mal euch ein bisschen durchtesten möchtet. So, dann auch aufgebraucht ein Duschgel und zwar Entspannt sein von Kneipp. Euch jetzt auch schon ein paar Mal in die Kamera gehalten. Ich liebe, liebe, liebe diese Duschschäume oder beziehungsweise das Duschgel von Kneipp. Diese Reihe davon gibt es 3 Stück. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile schon mehr gibt, aber alle 3 riechen super, super gut. Man braucht echt wenig. Und ich liebe diese Duschgele, aber die sind halt wirklich nicht günstig. Deswegen, ja, kaufe ich mir die halt wirklich nur so ab und zu mal.
So, und dann habe ich auch noch zwei Haarprodukte aufgebraucht. Und zwar einmal eine Spülung und einmal ein Shampoo. Silber und Glanz nennt sich das Ganze. Ich glaube, das habe ich euch auch schon mal in die Kamera gehalten. Das ist auch nicht das erste Mal, dass ich die beiden Produkte von Isane, also sprich von Rossmann, benutze. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Also es macht die Haare sehr geschmeidig. Es lässt diesen gelblichen Schimmer aus den Haaren ein bisschen entfernen. Zwar jetzt nicht komplett, aber man sieht es schon so ein bisschen. Und ich muss sagen, die beiden kann man echt für den kleinen Preis gut kaufen. Ist zwar jetzt nicht das Silberglanz-Shampoo hoch 3, aber wie gesagt, für den kleinen Preis, für so einen leichten Touch an Silbershampoo, um das Haar so ein bisschen zu entblondieren, sag ich ja immer, oder entgelblitisieren. Also wenn die Haare so gelblich sind, dann ist es schon echt ganz gut. So, und dann kommen wir zum letzten Produkt, also zu den letzten zwei Produkten im Prinzip. Einmal von Lady Green Paris. Ich habe diese Marke immer in meiner Fairybox drin. Ich weiß gar nicht, ob es die nur online gibt. Die kommt nämlich aus Frankreich. Und das war jetzt eine Handcreme. Und ich muss sagen, die Produkte von denen sind richtig, richtig gut. Ah, die hat auch richtig gut gerochen. Also, ich weiß nicht. Schaut mal nach, Lady Green, ob es die irgendwo im Drogeriemarkt gibt oder tatsächlich nur online. Ich kann euch die Produkte auch so gut, so, so empfehlen, wirklich. Was ich euch gar nicht empfehlen kann, ist von Balea dieser Cake Pop Handschaum. Hätte ich mir auch so, fühlte sich an wie ein bisschen Schaum mit, also eigentlich nur so Schaum. Schaum, was nur aus Wasser besteht, irgendwie so ganz komisch. Das hat bei mir gar nichts gebracht. War jetzt auch nicht so cool vom Geruch her. Nee. Braucht ihr nicht nachzukaufen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Klar, es ist witzig, dass da so Schaum rauskommt, hahaha, aber es macht halt nichts mit den Händen. So, genau, das waren wieder 10 Produkte aus meiner aufgebraucht und plattgemacht Box hier. Und ja, ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen schlagen in dem Video. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Mal schauen, wann ich dann wieder ein Video drehe. Heute hatte ich einfach richtig, richtig Lust dazu und so soll es ja auch sein. Ich kann euch nur schon mal verraten, dass bald wieder ein Shein, eine Shein-Bestellung kommt und da werde ich natürlich euch auch wieder die Sachen zeigen, die ich da bestellt habe, weil ich weiß, letztes Mal kam das sehr, sehr gut bei euch an. Genau, und das war's von mir und passt auf euch auf. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut, eure Vanessa. Tschüss!